Franz F. Degenhardt war republikanischer Anwalt und republikanischer Liedermacher und lernte im Umgang mit dieser hämisch subtilen Zensur in diesem deutschen Bankstaat, gepanzert mit diesem Antikommunismus, immer weiter Wege nach links. Und irgendwann, als Wolfgang Gerke und ich ihn besucht haben, hat er uns gesagt, ja, ich bin in der DKP, weil es nötig ist, so sinngemäß die radikalstmögliche Kritik an diesen Verhältnissen vorzutragen, er hat sie sinnlich vorgetragen, um überhaupt anderen Schritte aus diesem Kapitalismus zu ermöglichen. Also selbst die kleinsten Schritte brauchen die größte Kritik. Das ist ihm gelungen mit seinen Figuren wie Wildleder, Mantelmann, diesem sozialliberalen Schmiermittel der herrschenden Verhältnisse, denen, die ihm mangelnde Modernität vorgeworfen haben und Städte unter dem Meeresspiegel bauen wollten, aber auch mit denen, die er dann sarkastisch aufs Korn nahm, die ihm Briefe schrieben, lieber Dr. Degenhardt, Drecksack mit dem Olbrichtbart. Und dann ging es in der alten posthitlerischen Weise weiter gegen links. Er hat dieser Welt auch Gegenfiguren gesetzt, wie den Kommunisten Rudi Schulte, der von Maoisten, sogenannten Trotzkisten, angegriffen wurden, die heute Jürgen Trittin heißen, Harald Wolff, die ihn feigen Revisionist nannten. Das erzählte er am Abend seinen Tauben und da haben seine Tauben sehr gelacht. An der Kremlmauer lehnt Genosse Lenin und sagt, Schuldenrudi, hast du gut gemacht. Schwächen hat er nicht vertuscht, sondern die Dialektik weiter daran geschult und diese großen Figuren Mutter Mathilde, Natascha Schmeckenbach geschaffen. Ein ganz großer Erzähler und einer, dessen Werk und Methode wir weiter transportieren sollten, nicht aus Nutzen für ihn, denn er ist jetzt tot, sondern aus Nutzen für uns.